Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich habe gerade das Intro für mein letztes Rezepte-Video gefilmt. Falls ihr das noch nicht gesehen hast, lohnt sich auch auf jeden Fall, das anzuschauen. Und ja, ich beginne ein neues Food Diary. Es ist jetzt 15 Uhr, ich koche mir Mittagessen. What? Ich weiß. Mittagessen? Seit wann gibt es denn hier in diesem Haus Mittagessen? Ja, ich hatte jetzt heute irgendwie Bock drauf, weil meine Tagesplanung heute ein bisschen anders ist. Ich habe heute Morgen ein Brötchen gegessen, wieder mit Radiesel. Ich brauche es mir schon gar nicht mehr zu zeigen, es ist mir langsam unangenehm, aber ich kann nicht anders, ich liebe Radiesel. Leute, ja, genau. Und dann hatte ich den ganzen Vormittag Coachings. Es ist unfassbar heiß heute in München, also fast maltesische Verhältnisse hier schon. Ich bin es ja gewohnt von den letzten 2 Monaten, aber heute ist sogar auch mir ordentlich heiß. Und ich war gestern, hatte ich die glorreiche Idee, ich könnte ja mal zum Badesee gehen. Auf die Idee ist natürlich außer mir niemand gekommen, ist klar. Oh Mann, ja, man merkt schon, dass jetzt mit Corona natürlich auch viele Leute nicht in den Urlaub gefahren sind. Und bei uns in Bayern sind auch gerade noch Schulferien. Also es war irre voll am Nachmittag. Wer hätte das gedacht? Haha. Naja, und das war mir dann doch ein bisschen zu voll. Und jetzt ist heute auch noch Freitagnachmittag. Und wenn da so Tage sind, wo es so voll ist, dann gehe ich meistens ganz früh. Habe ich aber heute nicht geschafft, weil ich, wie gesagt, den ganzen Vormittag Coachings hatte. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe heute Abend ganz spät, irgendwie so um 8:30, kurz bevor es dunkel wird. Da ist es dann auch schon meistens schön leer. Aber da habe ich dann keinen Bock mehr, wenn ich dann heimkomme, so spät mir noch Abend zu kochen. Deshalb dachte ich mir, machen wir jetzt zum Mittag ein paar Nudeln. Da habe ich eh Lust drauf, so ein bisschen mit Frischkäsesoße, Tomate und so, was ganz Schnelles. Dann habe ich schon mal gegessen. Dann werde ich noch ein bisschen weiterarbeiten und dann gehe ich heute Abend schwimmen. Und mache mir dann später, wenn ich heimkomme, einfach nur ein Brot. Dann ist das irgendwie schneller und unkomplizierter. Ja, das ist der Plan soweit. Und ja, ich zeige dir gleich, was ich koche. Ich warte noch drauf, dass mein Wasser kocht. Und ich glaube, jetzt schalte ich den Ventilator wieder an. Das ist echt uiuiui. Schmackofatz. Das Wort hatte ich jetzt gerade im Kopf. Und das ist einfach so ein witziges Wort. Ich habe mir jetzt so schnelle Nudeln gekocht. Wundert dich nicht, das sind verschiedene. Das sind hier Dinkelnudeln und dann auch noch normale. Ich hatte so viele Packungen offen. Und dann dachte ich mir, naja, schütte ich die mal alle zusammen. Und die Soße ist so eine ganz schnelle, einfache Soße. Die habe ich jetzt gerade so ein bisschen improvisiert. Ich bin nicht zurechnungsfähig heute bei der Hitze. Das sind einfach nur Tomaten und Frischkäse. Sehr, sehr lecker mit ein bisschen Parmesan. Und dazu, weil ich genau ein bisschen was Frisches mag, habe ich mir einen Gurkensalat gemacht. Auch ganz einfach, nur mit ein bisschen Dill und Salz, Pfeffer und Apfelessig. Mega gut, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Habe sehr großen Hunger schon. Leute, ich habe eine neue Kuchenlieferung. Yummy. Und es gibt wieder, oh mein Gott. Ich bin raus, ich liebe die Schokobrezen. Die sind unscharf. Jetzt aber. So, so lecker. Die sind ohne Zucker. Ich glaube mit Erythrit gesüßt. Das ist gar nicht ganz genau. Ah ne, mit Maltit sind sie gesüßt, genau, und schmecken es super duper lecker. Also es ist quasi süß und salzig. Salzige Brezeln mit Schokolade. Dann haben wir, oh mein Gott, Leute, Schwarzkümmel. Ich liebe ja Schwarzkümmel so sehr. Das ist ja, jetzt gibt es ihn endlich bei Gold. Bio-Qualität, Flipper aus, Kilopack, beste. Dann haben wir hier Kokoswasser, Pesto. Dann haben wir einen Ingwer-Shot und nochmal Hefeflocken. Habe ich gesehen, habe ich sogar noch welche da, aber macht nichts, die halten sich ja ewig. Und ja, da habe ich mich jetzt sehr drauf gefreut, auf die Lieferung. Leute, da gönne ich mir doch auch direkt mal ein paar von den kleinen Brezelchen. Ich nehme ja jetzt extra nur 3 davon hier raus, weil ich bin süchtig nach denen. Ich weiß es, ey, ich kann nicht aufhören zu essen. Ich finde das so, so lecker. Suchtpotenzial. Aber die mag ich total gern. Das sind einfach so klein gebrochene Brezeln und dann mit dieser zuckerfreien Schokolade. Oh, lecker. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon ein neuer Tag. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Ich war gestern Abend noch schwimmen am See. Und dann habe ich da zufällig noch Freunde getroffen, die auch gerade da beim Schwimmen waren. Und ja, da haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und dann war ich voll spät zu Hause. Das ist irgendwie 8:45 oder so. Und ja, habe dann einfach nur noch ein Brot gegessen. So ein Vollkornbrot mit Käse und ein bisschen Tomate, Gurke. Das war's. Dann gar nicht mehr gefilmt und ja, jetzt gibt's Frühstück und eigentlich, glaube ich, mache ich mir genau das gleiche wie gestern Abend. Brot mit Tomate, Gurke, Radiesal,
sowas. Ich wollte eigentlich erst Sport machen, aber ich habe so doll Hunger, weil ich gestern Abend ja dann nicht mehr viel gegessen habe. Muss erstmal essen und dann wird gesportelt. Boah, geil, jetzt gucken wir, wie schön mein Frühstück aussieht. Oh, so schön bunt, oder? Mega schön. Ich habe jetzt einmal hier ein Brot mit Käse und Joghurtbutter, Gurke, gekochtes Ei. Das hatte ich noch im Kühlschrank. Hier ist Frischkäse drauf. Der Rest von dem Ei, das ist eins, das habe ich mit meinem kleinen Eierschneider. Beste Gerät, ich liebe diesen Eierschneider. Geschnitten und dann habe ich noch Radiesal drauf getan. Dann habe ich noch frischen Schnittlauch drauf getan und auch noch Tomaten. Und jetzt werde ich was von diesem Ingwer-Shot hier mit Mandarine trinken von Koro. Der normale Ingwer-Shot, der war richtig stark, den konnte man so pur gar nicht trinken. Jetzt haben sie ihn mit Mandarinensaft gemacht. Das schmeckt wahrscheinlich besser. Ich trinke nicht den ganzen. Ich teile mir den mit meinem Mann, der kriegt auch noch die Hälfte dann. So, ich habe jetzt hier die ganze Zeit geputzt und jetzt hatte ich so einen Hunger und leider aber nicht wirklich mehr was da. Ich war noch nicht einkaufen, aber ich hatte keine Lust, schon wieder Brot zu essen. Deshalb habe ich mir jetzt schnell was aus den Frosterresten gekocht. Ich hätte gerne noch Kartoffeln gehabt, habe ich leider keine da. Egal, geht auch so. Ist auch so lecker. Ja, einfach ein paar Fischstäbchen und das ist einfach nur Spinat mit ein bisschen von dieser Gemüsebrühe von Koro ohne Zusätze. Ein paar Zwiebeln habe ich angeschwitzt mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, den Spinat dazu gekocht, ein bisschen Hafermilch, ein bisschen Frischkäse dazu und Muskat, ganz wichtig, das liebe ich. Muskat muss immer mit dazu für mich zum Kartoffelbrei und auch zum Spinat. Und dann habe ich noch so ein paar Cherry-Tomaten, die habe ich einfach halbiert. Und die habe ich da auch noch mit reingeworfen. Und das lasse ich mir jetzt schön schmecken. Geil, ist nämlich draußen richtig kalt und herbstlich. Deshalb habe ich gedacht, jetzt ich brauche was Warmes. Ich hätte voll gerne auch eine Suppe gehabt, aber ich hatte nichts mehr da, um eine Suppe zu kochen. Egal, das ist jetzt auch lecker. Oh Leute, das war so lecker. Und jetzt habe ich hier noch zum Nachtisch ein paar frische Himbeeren. Stehe ich gerade voll drauf. Mmh, lecker. Oh, mega geil, Leute. Ich habe mir Abendessen gemacht. Schon super spät, aber das Warten hat sich gelohnt. Ich habe mir die Ofenpommes aus meinem Kochbuch gemacht. Ach, guck mal, wie geil die geworden sind. Da ist fast gar kein Öl drin und die sind so lecker. Knusprig. Mmh, die esse ich jetzt. Und dann? Also, ich esse natürlich nicht alle, ne? Ich habe noch ein paar mehr gemacht. Der Markus will auch dann nachher noch was essen, wenn er heimkommt. Dann hat der da auch noch was. Dann habe ich mir noch einen schönen Salat gemacht. Das ist einfach hier so ein bunter gemischter Salat mit bisschen Tomate, Radiesel, Gurke, Sellerie. Dressing ist dieses leckere Kürbiskernöl von Koro und Apfelessig. Und dann habe ich mir einen Dip gemacht für die Pommes. Das ist Skier mit dieser Gemüsebrühe, diese ohne Zusätze von Koro. Bisschen Dill, getrocknet einfach, bisschen Knomi-Pulver, Pfeffer, fertig. Ich gerade voll süchtig danach, also diesen Skier, aber in der herzhaften Variante finde ich gerade mega lecker. Ja, und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Oh, so geil. Ich war übrigens in der Zwischenzeit, ich war vorhin beim Aldi beim Einkaufen, hat sich nicht gelohnt, wirklich zu zeigen, was ich da gekauft habe. Eigentlich weitgehend nur so Gemüsesachen, ein bisschen Joghurt und so. Und wisst ihr was, Leute? Die Pasta-Regale, die waren schon wieder verdächtig leer geräumt. Fangt ihr schon wieder an, Pasta zu hamstern? Gebt zu, Leute. Die zweite Welle da. Es wird wieder gehamstert. Gut, dass ich noch Hefe da habe. Ihr habt doch alle noch den Keller voll mit Pasta und Klopapier. Ihr müsst nicht hamstern. Aber ich habe schon gemerkt, geht schon wieder los. Oh Mann. Danach war ich noch spazieren, war noch eine Runde im Wald. Das hat auch richtig gut getan. Jetzt gucke ich gerade da hinten, beziehungsweise ich habe mir gerade angemacht, ich gucke jetzt eine Doku auf dem ZDF über die geheimen Orte in Rom. Ich liebe solche History-Dokus. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir so in der Mediathek reinziehe. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, genau. Und genieße dazu meine leckeren Pommes. Mmh, yummy. Es gibt lecker Nachtisch. Ich habe mir vorhin beim Einkaufen so eine Passionsfrucht mitgebracht. Ach, die esse ich sowieso gerne. Geil. Das riecht schon so mega gut. Guten Morgen, Freunde. Ich war schon heute ganz früh unterwegs. Ich war schon beim Zahnarzt, bei der professionellen Zahnreinigung. Ach, das ist immer ein bisschen unangenehm, aber danach, finde ich, hat man so ein schönes, frisches, gepflegtes Gefühl. Sehr, sehr gut. Und ja, genau, ich habe vor dem Zahnarzt nur ein halbes Brötchen gegessen, damit ich was im Magen habe, weil ich finde, dann ist es nicht so schmerzhaft, wenn man davor eine Kleinigkeit isst. Und ja, genau, ich habe frische Brötchen gebacken gestern. Ich habe gestern gar nicht gefilmt, weil mein Mann hatte gestern seinen einzigen freien Tag in 2 Wochen. Der arme Herr. Ja, und da habe ich schon den Tag genossen, habe ich gestern nicht gefilmt. Ich habe gestern frische Brötchen gebacken, meine Dinkelbrötchen. Das Rezept kann ich dir nochmal in die Infobox schreiben. Und abends hatten wir Zucchini-Spaghetti, normale Spaghetti und Auberginensoße. Sehr lecker. Und jetzt fürs zweite Frühstück quasi esse ich die andere Hälfte vom Brötchen. Jetzt mache ich mir noch ein Rührei.
So, da ist mein Rührei. Ich muss schauen, dass ich es so halte, dass es nicht beschlägt. Da habe ich jetzt noch ein paar Tomaten mit angebraten und ich habe vorhin diese Würstchen, die habe ich euch schon mal gezeigt. Glaube ich, in irgendeinem Haul. Und dann die zweite Hälfte vom Brötchen mit ein bisschen Joghurtbutter. Da freue ich mich jetzt drauf. Oh Leute, jetzt muss ich mir echt so einen Pulli anziehen. Hey, mir ist so kalt gerade. Ich weiß gar nicht, es ist draußen so kalt geworden. Ich habe ja vor ein paar Tagen hatte ich ja noch so ein paar schöne Sachen jetzt für den Spätsommer bestellt und hat mich darauf gefreut, die anzuziehen. Da hatte ich euch ja so einen kleinen Haul auch gefilmt bei Instagram. Und jetzt denke ich mir, hätte ich mir lieber ein paar neue Pullover bestellen sollen. Ich habe vorhin abgewaschen, habe jetzt weitgehend alles erledigt. Ich muss jetzt gleich nochmal los. Einen Termin habe ich jetzt noch heute, aber jetzt habe ich überlegt, was ich esse. Ich schon wieder Hüngerchen habe. Das heißt schon wieder, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Stunden her, dass ich gegessen habe. Und Markus hatte ja gestern so eine leckere Auberginen-Tomatensauce gemacht. Aber ich habe mich jetzt umentschieden, weil da ist noch eine kleine Portion da mit Spaghetti. Und ich dachte mir, ja, die könnte ich zum Mittag essen und koche dann für abends nochmal frische Nudeln. Aber dann habe ich zweimal, das Gleiche ist auch blöd irgendwie. Weiß auch nicht. Jetzt habe ich mich entschlossen, die Soße einzufrieren, weil das ist eigentlich auch mega cool, wenn man so eine frische, selbstgekochte Soße im Tiefkühler hat. Wenn es mal schnell gehen muss, einfach rausholen, ein paar Nudeln kochen. Eigentlich echt mega gut. Ja, und habe mir jetzt ein leckeres Brötchen noch gemacht. Guck mal, mit Salat und Tomate. Ja, werde das jetzt essen und habe mich entschlossen, die kleine Portion Nudeln, die noch da ist, die werde ich dann heute zum Abendessen machen. Machen wir dann einen schönen Salat dazu. Genau, das ist der Plan. Jetzt esse ich das Brötchen und dann muss ich nochmal los und dann melde ich mich später wieder mit dem Abendessen. Leute, ich bin wieder zu Hause und ich habe so Bock auf Erdbeeren, schon seit ein paar Tagen. Aber es gibt ja eigentlich keine mehr. Jetzt habe ich heute bei Rewe die gefunden. Das sind sogar noch regionale. Ach, die riecht schon durch die Verpackung so gut. Da freue ich mich jetzt total drauf. Da werde ich mir jetzt ein paar davon machen und werde die einfach so snacken. Und ich hoffe, dass die gut schmecken. Aber die riechen auf jeden Fall gut. Boah, habe ich in Gozo so vermisst. In Gozo ist keine Erdbeerzeit mehr gewesen. Aber, oh, das fällt mir gerade ein, das ist gut. In Gozo ist die Erdbeerzeit nämlich verschoben. Da gibt es nämlich dann im November und so Erdbeeren. Mega geil, dann kann ich sie nochmal genießen, wenn ich da bin. Aber jetzt freue ich mich noch hier auf ein paar leckere bayerische Erdbeeren. Also, sind gewaschen. Achtung, Geschmackstest. So gut. Warum machst du mein Gesicht nicht scharf? Was ist da hinten? Was ist da interessant? Das Öl, der Zucker, alles interessanter als mein Gesicht. Guck mal, wie ich das gemacht habe. Das ist hier nur noch so ein kleines Mini. Es ist nur noch das Grüne übrig. Wow, vielleicht ist das so eine Art Talent. Vielleicht kann ich da draußen was machen. Beruflich oder so. Das schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das kann ich mir jetzt. Geilo, Abendessen, Leute. Ich habe mir eine Spaghetti-Bowl gemacht. Das Wort habe ich gerade erfunden. Keine Ahnung, was es schon gibt. Es war nicht mehr wirklich viel Spaghetti. Wie gesagt, gestern mit der leckeren Auberginensoße. Grundrezept für die Tomatensoße findest du auch in meinem E-Book in der Infobox. Und dann hauen wir da immer noch ein bisschen extra Gemüse rein. Und jetzt habe ich mir so einen fetten Salat gemacht und ich esse das total gerne. So Salat und Pasta auf einem Teller. Manche finden es genius, manche finden es richtig eklig. Ja, kannst du dir ja deine Gedanken dazu machen. Ich liebe das. Ist auch eine gute Möglichkeit, einfach mehr Grünzeug zu essen, wenn man sich das schwer tut. Und ich wollte die Nudeln jetzt nicht warm machen. Ich habe jetzt kalt da oben drauf gegeben, dann noch Parmesan drauf gegeben und dann habe ich noch einen extra Klecks Skier mit drauf gegeben, weil das finde ich irgendwie auch total die leckere Kombi. Einfach irgendwie so eine Bowl, so ein Salat und Pasta und dazu extra bisschen Naturjoghurt. Der ist auch ohne alles, habe ich nicht angemacht oder gewürzt. Schmeckt so, so gut. Den Salat habe ich einfach ein bisschen Salz und Pfeffer drauf gegeben. Dann habe ich ein paar Tropfen Kürbiskernöl, das leckere von Koro, und Apfelessig. Und ich liebe diese Kombi auch aus so einem sauren Salat und oben die Nudeln drauf. Leute, probiert das einfach mal aus, wenn ihr Nudeln übrig habt. Manchmal mache ich das sogar mit frischen Nudeln, die warmen Nudeln oben drauf. Mein Mann, der flippt aus jedes Mal, wenn ich das male, findet das so ekelhaft. Ich liebe das. Leute, der weiß doch nicht, was gut ist. Der weiß doch nicht, wie man richtig lebt. Ja? Leute, das ist wirklich richtig, richtig lecker und das werde ich jetzt mal schön genießen zum Abendessen. Mega geil, ich freue mich. Und ich habe wieder mal ein weißes T-Shirt an, wie gestern. Leben am Limit, Leute. Spaghetti und weißes T-Shirt. Schauen wir mal, ob das gut geht. Ich sage nein, ich sage wahrscheinlich eher nicht. Jetzt habe ich mir gerade noch was zu naschen fertig gemacht zum Nachtisch. Das sind die...
diese Schokobrezeln hier und ich snack die auch immer mal zwischendurch welche, aber da packe ich jetzt nicht jedes Mal die Kamera aus, wo ich sie gerade irgendwie, ach die Kamera, alles gerade voll rot. Ich hoffe, man kann es erkennen. Genau, weil ich meine, ja, die sind zuckerfrei, klar, das kickt natürlich den Blutzuckerspiegel jetzt nicht so wie Industriezucker, aber letztendlich darf man halt auch nicht vergessen, es ist trotzdem verarbeitetes Lebensmittel, ne? Und diese ganzen Zuckeraustauschstoffe, auch jetzt das Erythrit oder so, das ist ja trotzdem in dem Sinne nicht gesund. Also nicht im Sinne von, man sollte davon Unmengen zu sich nehmen. Ne? Das ist trotzdem ein verarbeitetes Produkt und das sollte man trotzdem in Maßen genießen. Und ja, deshalb versuche ich da nicht so viele davon zu essen. Obwohl das echt schwer ist, weil die sind echt so lecker. Und dann habe ich hier das auch von Koro, die habe ich noch im Schrank gefunden. Hatte ich auch jetzt richtig Lust drauf, so trocken. Früchte sind voll die gute Alternative zu Gummibärchen, weil ich liebe ja Gummibärchen und das ist auf jeden Fall die gesündere Alternative zu Gummibärchen, aber eben auch mit den Trockenfrüchten, gerade wenn ihr sagt, jetzt ein bisschen Gewicht verlieren ist für mich ein Thema. Es ist nicht so, dass diese gesunden Sachen, dass die kalorienfrei sind, ne? Also es ist natürlich klar gesünder, weil du einfach hier noch mehr Ballaststoffe und so drin hast, Gummibärchen oder Sachen aus Industriezucker, da ist gar nichts drin, aber eben auch gerade Trockenfrüchte haben auch sehr, sehr viel Zucker, das darf man immer nicht vergessen, ne? Also weil ich habe das oft im Coaching, dass dann Leute sagen, ja, ich habe irgendwie so eine Tüte Cashewnüsse gegessen am Abend oder so eine Packung Trockenfrüchte, ich verstehe das gar nicht. Klar, gesünder, Nüsse und Trockenfrüchte und natürlich auch jetzt kalorienärmer, jetzt das Erythrit oder so, aber letztendlich muss man sich dann doch immer, ist dann doch immer noch ein frisches Obst zum Beispiel, ein besserer Snack, aber ja. Wollte ich nur mal kurz erklären für den einen oder anderen, den das interessiert. Genau, das lasse ich mir jetzt schön schmecken vom Fernseher. Also Freunde, dann melde ich mich auch noch mal kurz, um mich zu verabschieden. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren ein paar schöne Inspirationen mit dabei für leckere neue Rezepte oder also einfach nur so eine schöne Zeit. Viele schreiben mir auch immer, dass sie die Food Diaries beim Essen schauen. Das kann ich gut verstehen. Das mache ich auch gerne. Wenn ich alleine bin, dann schaue ich auch gerne beim Essen andere Food Diaries. Das ist irgendwie auch total schön. Ja, kannst du mir mal schreiben, wann du gerade das Video guckst. Oh, das interessiert mich. Genau, das machen wir. Schreib mir mal in die Kommentare, wie spät ist es gerade bei dir und was machst du gerade nebenbei? Bügelst du, legst Wäsche zusammen, isst gerade... Das interessiert mich. Ja, und wenn du noch mehr Rezeptideen brauchst, mein E-Book mit fast 50 veganen Rezepten ist wie immer unten in der Infobox. Auch alle Rabattcodes, die gerade dauerhaft gültig sind, findest du auch in der Infobox. Und wenn dich insgesamt das Thema Achtsamkeit, Selbstliebe, intuitive Ernährung, ganzheitliche Gesundheit interessiert, dann schau doch mal in die Infobox. Da findest du mein Buch Intuitiv, die Anti-Diät. Ich habe heute wieder so liebe Rezensionen von euch gelesen, habe mich so, so sehr drüber gefreut und ja, macht mich einfach so, so happy, wenn ihr mir schreibt, dass euch das gut getan hat, dass euch das geholfen hat auf dem Weg zu mehr Selbstliebe und das ist einfach schön. Dafür habe ich es geschrieben und das freut mich total. Ja, das findest du über den Link in der Infobox und kannst es aber auch ganz normal im Buchhandel bestellen. Einfach nachfragen, vielleicht haben sie es da, vielleicht können sie es bestellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So, ihr Lieben, ich sage danke fürs Zuschauen. Das nächste Video übrigens wird eine Abendroutine werden, mal ein bisschen was anderes. Das haben sich einige gewünscht, da dachte ich mir, da mache ich das auch mal. So ein bisschen was zu abends mache, zum Entspannen, zum Runterkommen, was ich koche und so. Vielleicht auch ein ganz schönes Video. Genau, da könnt ihr euch als nächstes drauf freuen. Und ich sage Dankeschön und bis bald. Ciao, ciao.